Herzlich willkommen bei Train Sim World. Das wird wieder ein kleines Test mich an oder gleich mal ein kleines Let's Play. Weiß ich noch nicht, wie ich heute lustig bin. Wir werden heute versuchen, die ACS 64 Einführung, wie du siehst. Das dauert ein paar Minuten. Und wir werden es halt einfach einmal. Okay. Dies ist eine ACS 64 Elektrolokomotive, auch bekannt als Amtrak City Sprinter. Sie wird ausschließlich im Nordosten der USA verwendet. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Kurz lang. Um den Lok mit Energie zu versorgen, halten Sie den Batterieschalter für mindestens 5 Sekunden. Ja, danke Spiel, dass du deinen Kommentar selber abschneidst, du Trottelspiel, wirklich wahrhörst. Um die Lok mit Energie zu versorgen, halten Sie den Batterieschalter für mindestens 5 Sekunden gedrückt. Ah, da. So, Batterieschalter ist gedrückt. Als nächstes gehen Sie durch die Tür und den Gang hinunter zum Schalter für den Stromabnehmer. Den Schalter für den Stromabnehmer. Das ist dieser da. Gehen Sie weiter in den Führerstand und, wenn Sie bereit sind, setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Ja, Spiel, wenn du nicht ruckeln würdest, ginge das alles viel einfacher. Dir sag es. Ja, und? Heben Sie nun den Stromabnehmer, um ihn mit der Oberleitung zu verbinden. Ah, da. Zuletzt stellen Sie den Stromabnehmer-Trennschalter MCB auf geschlossen. Der MCB, das ist der da. Geschlossen, okay. Um zu zeigen, dass diese Lokomotive einsatzbereit ist, stellen Sie die Spitzensignale auf hell und die Warnlichter auf ein. Hell? Ah, ein. Stellen Sie den Richtungswender in die Position vorwärts. Das ist dieser da, das war sie ja schon. Ah, vorwärts. Um losfahren zu können, lösen Sie die automatische Bremse. Ziehen Sie den roten Hebel ganz zu sich heran. Das ist jener da. Okay. Mit zwei kurzen Pfeiftönen informieren Sie Menschen um Sie herum, dass diese Lok gleich losfahren wird. Na? Gut gemacht bis jetzt. Erhöhen Sie nun die Leistung, indem Sie den Leistungsregler auf mindestens 40% stellen. Das ist da. Also na, das ist da. Geschafft, Baby. Aha, siehst du, da zittert sogar das Intro oben. Beziehungsweise die Einleitung oder die Schriftart. Cool. Das Zitter-LP. Yes, Baby! Aha, da lasst mich das Spiel, da lasst mich das Spiel jetzt nichts machen. Das ist ein bisschen. Ja, was der wieder ist? Nervig. Das ist noch geiler, das ist ja gleich noch besser. Um eine konstante Geschwindigkeit zu halten, stellen Sie den Leistungsregler zurück auf Leerlauf. Machen wir doch glatt, Alter. Um die Lokomotive zu einem sanften Halt zu bringen, bewegen Sie den Hebel der automatischen Bremse auf minimale Reduktion. Und das war's auch schon. Ziemlich einfach, oder?
Ja, wenn du mir nur sagen würdest, wo ich bei dem Scheißhaus die Tür aktiviere, war ich dir sehr zu Dank verpflichtet. Das ist halt, ja. Sehr gut. Wenn Sie dieses Training im alltäglichen Betrieb anwenden, werden Sie das sicher großartig machen. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, so gesehen. Ja, mich würde jetzt aber nur interessieren, wo ich dieses Dingenskirchen die Türen aktiviert bei der Gondel. Das war natürlich jetzt noch spitzerer, ich sage es. Weißt du was? Wir werden Städtetour, was ist das? Na komm, Spiel. Das Spiel hat ein bisschen was. Ich weiß nicht warum. Es nimmt nicht gar gleich Befehle an und die Ladezeit am Anfang, wenn du in einer Welt einiges oder in einem so einen Betrieb, das ist gigantisch. Für die Simulation braucht es über 1,5 Minuten. Also das ist ein Wahnsinn, was da Ladezeiten sind. Siehst du, das ist die Ladezeit in den Spielen sind gigantisch. Ist ja nur Scheiß, wenn da beim Aufnehmen der Kaffee ausgeht. Ah, ich nehme euch jetzt einfach einmal mit auf die Reise. Machen wir es so. Willkommen in Newark Liberty International Airport. Übernehmen Sie Amtrak 170 und fahren Sie diesen bis New York Penn. Na gut, das werden wir geistesgegenwärtig hinkriegen. Und das Spiel ist verdammt laut. Hechel, die Hechel, grüß Gott. Grüß Gott. Ah, da müssen wir hin, schau. Da müssen wir hin. Da müssen wir her. Klick. Hui. Hinein in die Katze. Ja. Und jetzt, da sind wir bei dem Problem, was ich habe. Ich finde diesen Türschalter nicht. Entriegeln Sie die Türen. Ist das ein Bug oder was ist das? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo diese Türen zum Entriegeln sind. Ja, es ist natürlich wunderschön, wenn man ein Spiel irgendwas sagen will, aber nicht das Wichtigste. Ja, ich weiß es nicht, wo die Türen zum Entriegeln sind. Das zieht mir ein bisschen an. Alles sagt das Spiel an jeden Scheiß, aber gerade das mit den Türen wird halt so ein bisschen so, ja, so gut Klick halt, ne? Ne, haben wir da irgendwo einen Schalter oder sonst irgendeinen Scheiß? Und glaubt mir's, ich habe jetzt schon 7 Aufnahmen wegen deinem Scheiß gemacht. Ach Gott, du Spiel, willst du mich jetzt verarschen? Wo ist da bitte die Tür? Das kann's doch bitte nicht sein. Alles zeigst du mir an, aber
gerade das Wichtigste nicht. Dreck. Da, oder seht ihr da irgendwo irgendwas für die Türen? Ich nicht. Vielleicht ist da irgendwas dabei. Na. Ich weiß es nicht, wo da die Türen zum Entriegeln sind bei der Bixen. Ich weiß es nicht. Türen entriegeln. Okay. Leerlauf. Bestätigen. Was? Stromabnehmer. MCB geschlossen. Ja. Ich kann das Let's Play nicht anfangen, weil ich nicht weiß, wo die Türen zum Entriegeln sind. Toll. Naja, wenigstens die Scheibenwischer haben wir gefunden. Das ist ja schon wenigstens was. Keine Ahnung. Und das wird mir aber an nirgendwo angezeigt. Ich verstehe es nicht. Super. Wenn du das jetzt an jedem Bahnsteig so machen musst, oder an jedem Bahnhof, dann kriege ich da jetzt einen Blutrausch, dir sage ich es. Ah, warte mal. Ja, das zeigst du mir natürlich, scheiß Spiel. Nein, nicht Notbremsung, kurzer Fix. Lösen. Na komm. Ja, dann haben wir jetzt ein paar Minuten Verspätung, aber das ist der erste Anlauf für wirkliches Let's Play heute. Halt. Mal schauen, wie ich es mache. Nur mittlerweile habe ich irgendwie Gefallen gefunden an so Spiele, wo ich mir ein bisschen ausrasten dabei auch noch kann, weißt? BZW, wo ich ungezwungen zwischendrin einmal eine rauchen kann. Ich weiß, ich bin ein Luder, aber das ist mir... So, steigen wir da ein bisschen vom Gas runter. Naja, geht aber eh. Gepflegt. Und ja, ich hab die Kamera. Da gibt's so eine Einstellung, wo die Kamerabewegung aus ist. Die hab jetzt angeschalten, wie du siehst. Jetzt bewegt sich der Zug auch hin und her, gell? So, warte mal ganz kurz. Ich mach da ein bisschen lauter. Damit du die schöne Erfahrung eines Zugs suchen sahst. Ja, ich beteilige dich daran. Mich würde interessieren, ob das in echt auch so hin und her schwappelt.
Warte mal, wie hat er gesagt? Im Leerlauf. So, wir bleiben jetzt einmal konstant auf Geschwindigkeit. Wir sind jetzt hier hinten, schau. Vielleicht 3-4 Minuten. Und in 1,2 Kilometer ist schon der nächste halt. Schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, was noch auf uns zukommt, wie wir das machen in Zukunft mit dem Spiel. Es interessiert mich momentan wirklich, das Spiel. Ich weiß nicht warum, es hat was, was mir gefällt. Und ja. Ui. Wir werden einfach einmal konstant jetzt da mit 32 km/h in den Bauernhof einfahren. Aber wie du siehst, ich bin ja des Willens lernen. Ja. Oder so irgendwie. Ah, da müssen wir schon stehen bleiben. Siehst, jetzt können wir da ein bisschen runterfahren mit der Gaudi. Ich glaube, das war jetzt zu viel. Na, da müssen wir Stickelfiri fahren. Ja, dann bin ich halt ein Anfänger mit dem Spiel, aber was der ist, Learning by Doing. Ist meines Erachtens noch immer das Beste, was du machen kannst. So, normal sollten wir jetzt halten. Türen entriegeln und er zeigt's mir wieder nicht an. Drecksau. Aber ich glaube, das ist ein bisschen ein kleiner Bug, den wir da haben. Ich habe keine Ahnung. Das dürfte ein Bug sein. Hauptsache die DLC-Politik, die zum Speiben ist, aber dafür braucht, aber dafür so kleine Bugs. Ne? Naja. Sie halten zusätzlich in Sekaukus, okay. Um die Passagiere aus dem Silverstart umsteigen zu lassen. Na gut. Wir sind ein bisschen zeitlich hinten. Muss ich mal schauen im Internet, wo der Waggon oder der Zug den Türschalter hat. Das kapiere ich nicht. Ich kann jetzt nicht jede Station aussteigen und den Scheißdreck sauber aufmachen. Das geht ja nicht. Okay, wir haben freies Geleit, freie Fahrt.
48 km/h, wir fahren jetzt 52. Stört aber glaube ich keinen, oder? 4 km/h. Nö, schaut gut aus. Da können wir jetzt beschleunigen auf 42. Also das schaut gleich viel besser aus, wenn der Zug mitschwingt, wenn er über die Weichen fährt. Sagen wir haben da ein bisschen Gas geben. Ich habe es Entweichen an den Gleisen auch angestellt. Und bei der nächstbesten Gelegenheit werden wir dann gleich mal die. Warte mal. Wie sind das gegangen? Ich möchte jetzt nur ein bisschen schauen. Warte mal. Ah ja. Ja, so viel zum Thema frei bewegliche Kamera. Nein, nein. Gib Gummi wieder, du Semmel, du Schirche. Na? Warte mal ganz kurz. Wenn ich mittlerweile eins gelernt habe, geh in den Leerlauf und dann gib nochmal Gas. Bingo. Uhr 13, also wir sind schon von Anfang an schon sehr spät weggefahren. Genau. Egal, dann haben wir da ein paar Minuten Verspätung. Das dürfte jetzt auch nicht unbedingt die Melodramatik sein. Ja, aber das mit dem Türschalter, das zieht mir jetzt aber ein bisschen an. Keine Ahnung. Was, wir werden einmal ein bisschen Gas geben. So. Ah, siehst du, da geht's eh bergauf. 0,5% ist die Steigung dort auf den Stiegl rauf und dann sehen wir weiter. Okay. Ah, die steigt dort so Stiegl wieder ober vom Leistungsregler. Dieses Signal zeigt orange, also Achtung. Wenn ich mich recht entsinne. Obi ist das schön. Obi ist das schön. Tut, tut. Wird eigentlich nur mehr das Eisenbahnermützerl, ha?
So. Ah, 1,7 Kilometer, dann sind wir schon am nächsten Bahnhof. Wir werden die kleine Drossel da jetzt einmal ein bisschen entschleunigen, beziehungsweise einmal ein Stück runterfahren. Und dann werden wir da mal einen Cut machen. Also es dauert das wirklich zu lange. Ah, das war jetzt. Ja, sorry, das muss ich alles noch üben. Ich entschuldige mich, das muss ich alles noch üben. Bitte gebt's mir die Zeit. Ich tue mein Bestes, dies so schnell wie möglich zu erlernen. Hoppala. Okay, wir werden dort eine kleine Pause machen und in der nächsten Episode, wenn es dich interessiert hast natürlich, werden wir da weitermachen. Bis zum nächsten Mal dann. Baba.